Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Part hier beim Little Big Workshop mit eurem Bobas. Und ja, die beschwert sich jetzt hier schon wieder, weil wir haben ja angefangen, hier den Ausbau zu machen. Liegt einfach daran, dass ich mich hier ein bisschen besser organisieren möchte, was die Produktion angeht, hier diese Herstellung, dass ich nicht diese Werkbank nehmen muss. Die kann ja im Grunde alles. Die kann simples Detail machen, die kann Stichsägenschnitt, Geraderschnitt, Drehbank, Kleben und Holz biegen. Also das kann die Bank alles, aber es gibt natürlich spezialisierte Maschinen dafür und die würde ich gerne da heute aufbauen. Ich hoffe zumindest, dass ich es schaffe, weil das Geld ist natürlich jetzt halt etwas knapp geworden, durch das, dass ich diesen Ausbau gemacht habe für knapp 10.000. Naja, gut, ich lasse jetzt einmal wieder schnell laufen. So, von den Kaffeepunkten, das müsste eigentlich alles passen soweit. Ja. Ich denke mal, das läuft. So, der Raum ist natürlich riesig, das ist ganz klar. Deswegen gibt es hier auch Minuspunkte. Untätige Arbeitsplätze, untätige Bediener. Lena Scholz ist ein untätiger Bediener. Alles klar. So, schauen wir doch mal. Von den Maschinen her. Wir hätten hier eine Biegemaschine, eine Kreissäge, eine Bandsäge, eine Drehbank. Und diese hier. So, wir bräuchten jetzt für dieses Ding hier, da kann man sich, glaube ich, den Plan auch irgendwie nochmal anschauen, oder? Nee, das kann ich hier gar nicht anschauen. Das muss ich, glaube ich, hier bei den Planungsdingsbums. Achso, das ist das da. Nee. Markt. Das Ding. Plan erstellen. Wie kann ich den Plan angucken? Arbeitsblatt. Ah, Dokumente. Plan 1. Den hier würde ich gerne mal angucken. Aktuellen Plan klonen. Ach hier, Frist. Nee, das ist eine Frist, das ist das Angebot. Wo kann ich jetzt den Plan angucken nochmal? Das weiß ich nicht mehr. Basic. Markt. Angenommen haben wir das ja schon. Ich kann dann höchstens auf Basic gehen und mir den Stuhl dann hier nochmal irgendwo anschauen, wenn es ihn gibt. Den gibt es aber gar nicht. Schade. Schade. Okay, nee, dann lassen wir es einfach laufen. Ist egal. So, wir brauchen aber auf jeden Fall einen geraden Schnitt. Also wir brauchen eine Kreissäge. Boah, 3000 kostet das Ding. Alter, das ist hier richtig teuer. Das ist ja richtig teuer, ne? Vor allem, das geht ja gar nicht. Das geht überhaupt nicht. So, ich habe irgendeinen Filter anscheinend aktiviert, den ich nicht aktivieren wollte. Weil plötzlich ist nämlich alles von der Farbe her... Ach da! Arbeitsplatz, Priorität, Linse. Deswegen... Reparaturliste Linse. So, was ist denn damit? Ja, sollten wir auf jeden Fall reparieren. Und die auch. Weil ich muss unbedingt diesen Auftrag schaffen, ganz klar. So, wir haben ja deswegen auch diesen Grünkopf. Oder diese zwei grünen Köpfe, die uns dann quasi die Materialien immer bringen. Die Mitarbeiter selber, die legen das einfach immer ab. Ne? Und die zwei sind im Grunde jetzt dafür zuständig, dass die das von Lager zu Lager schleppen und dementsprechend ja, vorbereiten, muss man sozusagen. 3.900, ich muss auf jeden Fall noch mehr Arbeitsplätze machen. Aber ich habe nur 3.700. Ein Auftrag. Aufgaben. Oh je. Regalböden habe ich 5 Stück. Das muss ich jetzt mal lassen. Ich kann den Auftrag nicht annehmen noch zusätzlich, weil sonst überlastet es. So, ihr füllt euch auf, das ist gut.
Ich würde sagen, wir machen die hier mal auf High Performance. Die laufen auf High Performance, aber haben aktuell noch nichts drin. Ich mache die aber gleich einmal auf Reparieren. Ja, ich weiß schon, dass euch der Arbeitsplatz nicht gefällt. Es wird schon noch 3 Tage noch. 6 Stunden, 1 Stunde. 57. Ups, die sind schon wieder reparaturbedürftig. Bitte reparieren. Ach, Reparatur ist geplant. Okay, jetzt aber. Die läuft auch, dann passt's. Ja, das sollte ich eigentlich schaffen. Pausenpunkte gibt's auch genügend. Jetzt könnte ich höchstens noch schauen, dass ich vielleicht doch nochmal einen Arbeiter mit einstelle. Zack. Dann hätte man 9 insgesamt, aber wir haben auf jeden Fall mehr, die was tun können, ne? Wir können ja mal schauen, ob wir irgendwie plastikmäßig noch was annehmen können hier im Markt. Basic. Vielleicht nochmal ein paar Puppen. Weil die können das ja schon mal vorbereiten, ne? Jo. Mach mal. Ja, aber ist denn hier keiner beschäftigt hier, oder? Regalstück sind B. Ja, die müssen erstmal gebogen werden, ne? Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, hoffentlich schaffe ich das. Die stellen gerade erst einmal. Ja, jetzt hat hier wird das gebogene Zeug gemacht. Jetzt wird nämlich auch wieder zusammengebaut und passt es. Ja, und das sieht man schon, ne? Die sind schon wieder so weit durch, dass die das alles produziert haben. Ich könnte mal hier noch ganz kurz gucken. Oh ja, unbedingt reparieren, bitte. Dich auch bitte unbedingt reparieren. Hui, da auch schon wieder. Dann machen wir jetzt hier mal. Ach so, kann ich das gar nicht ausmachen? Reparatur geplant. Okay, aber die bauen jetzt die Stühle zusammen. Das ist jetzt auf jeden Fall schon mal ganz gut. Jetzt haben wir nur noch 63 Münzen, ne? Und hier kommt schon der Hinweis, wenn ich minus 5000 habe, dann wird die Fabrik geschlossen. Deswegen ist es ganz gut, dass ich erst einmal die anderen Aufträge nicht angenommen habe. Den sollte ich auf jeden Fall fertig bekommen. Ja, macht ihr nur Pause. Ist alles gut. Was haben wir denn da? 25 am Tag. Das dürfte wahrscheinlich zu wenig sein, weil wir jetzt halt jemanden neuen haben. Noch ein Automat vielleicht? Hinstellen kann ich ihn. Kaufen kann ich ihn noch nicht, weil ich zu wenig Geld habe. Ja, dann müssen wir unbedingt den Auftrag abschließen. Ja, denen gefällt die Arbeitsbedingung nicht. So, wie schaut es denn bei euch aus? Okay, die wurden erst repariert. Und die wurden auch erst repariert. Also das passt. Ich mache mal hier ganz kurz mein Fenster wieder aus, dass ihr das hier auch seht. Also ich habe diesen Automaten ja schon hier aktiviert. Ich brauche nur noch das Geld dafür. Und dann ist es nämlich auch für den Pausenraum wieder idealer. Na komm, es dauert nicht mehr so lang. Weil wir haben schon 1200 Minus, ne? Das ist. Komm, komm, komm. Ich brauche das Geld. Und fertig, jawohl, liefern. Und dann gleich noch hier liefern.
Yes. Also, Arsch gerettet. So, jawohl. 5100 erhalten. Perfekto. Jetzt werden noch die Puppen ausgeliefert. Oder, nee, das andere Zeug ausgeliefert. Die Regale. Und dann passt es auch. So, dann warte mal. Dann können wir vielleicht... Nee, nochmal Produkt planen. Ich würde gerne immer nur die Einheiten losschicken, die ich da habe. So, 5469, ne, das ist recht wenig. Ich bestelle mal noch den Automaten kurz, bevor das Geld weg ist. So, dann bräuchten wir, tja, eigentlich Maschinen, ne? Ein Tisch. Belohnung 9000. Wow. Schauen wir doch mal. Also, das Brett mit der Maschine. Auch mit der Maschine, leider. So, da brauchen wir Metall dafür. Da müssen wir natürlich hier hinten gießen. Oh. Da brauchen wir eine separate Maschine. Eine Metallstation. Oh, verdammt. Ja, die stellen wir halt jetzt einfach mal dahin. Bestellen. Ich komme nicht drum rum. Zack. Und dann hier noch. So. Wenn du diesen Plan ausführst, bla bla, verstanden. Alles klar. Profit 4300. Ach, ich kann den gar nicht machen, ne? Weil ich das Geld nicht habe. Ich muss quasi erst einmal die andere noch machen. Markt öffnen. Wir verkaufen im Grunde alles, was wir haben. Ich gehe dann auch nochmal auf den Markt und mache nochmal das Püppchen hier. Markt öffnen. Also die Puppen bringen uns jetzt halt wirklich erst einmal einen guten Puffer an Geld. Ja, perfekto. Aber trotzdem reicht's noch nicht. Ich muss nochmal auf den Markt, ich muss nochmal die Dinger herstellen. 542. Zeit braucht halt sehr lange. Oder Produkt planen, das hätten wir ja schon, ne? Fufu, los. Mal gucken, wie die Geräte drauf sind. Ja, das passt eigentlich. Das passt auch noch. Ja, alles gut. Dann machen wir da mal kurz die Reparatur. So zwischen rein. Schadet nichts. Die da ist noch fertig. Die da könnte man reparieren. Markt öffnen. Dann können wir mal die 5 Stück hier verkaufen. Ah, Geld aufbauen ist wichtig. So, Arbeiter. Haben wir wieder welche freigeschalten, aber hier noch nicht freigeschalten. Vielleicht machen wir danach noch mal gleich eins von denen. Und jetzt gucken wir mal auf die Püppchen. Produkt planen. Das sind halt nur 1400, ne? Also insofern, die Regale bringen schon ein bisschen mehr. So, komm. Die letzte zusammen. Jawohl. Markt liefern. Zack. So, es wäre ganz gut, glaube ich, wenn ich zumindest noch jetzt eine Arbeitsstation mit aufbaue, sondern den hier Tischlerstation. Ich
baue die jetzt mal damit her. Ach so, nee, halt. Die wollte ich gar nicht. Die da wollte ich. Und zwar das da noch mit dazu. Jetzt sind wir nämlich da auch wieder ein bisschen schneller. Und joggt der nur drin und macht Pause hier. Zu fix. Jo, nehmen wir gleich nochmal 5 Stück an. Weil das Material kostet im Grunde nicht so viel. Ja, noch passt's. Oh, da passt's aber gar nicht. Wie ist es hiermit? Auch unbedingt reparieren. So, einmal liefern bitte 2700. Sack ich natürlich gerne ein. Und es gibt natürlich auch wieder Belohnungspunkte hier unten. Denke ich zumindest. Ich denke, ich mache die mal aus. Ich muss einfach schnell laufen lassen. So, sobald die hier fast fertig sind, werde ich dann gleich das nächste einkaufen. So, schauen wir doch mal. Preis 542. Ich würde sagen, wir planen das Ganze nochmal. Und los. Ja, es läuft schon rund. Ja, aber das Geld muss natürlich noch wesentlich höher sein. Deswegen schaue ich mir jetzt halt, wenn ich die da ausgeliefert habe, dann nochmal die Aufträge an von den Typen. So, Markt öffnen, ausliefern. Gut. Dann gucken wir da mal rein. Aufgaben. Dieser Tisch hier. Da haben wir 4 Tage Zeit. Dann machen wir mal Plan erstellen. Haben wir ja schon. Dann würde ich sagen, wir starten das Projekt. 2300 gehen da weg. Oh weh. Hoffentlich habe ich mich jetzt da nicht verschätzt. So, wir haben zwar die 2800 bekommen, aber die Arbeiter kosten mich ja trotzdem, ne? Das ist für die Arbeitsstation, das ist für die Werkbänke. Dann Moment, dann könnte ich doch normalerweise. Mache ich einmal hier noch so eine Zone. Zonen können nicht draußen platziert werden. Ich habe sie doch gar nicht draußen platziert. Achso, so ein Feld zu weit jetzt. So, zack. Und zwar der hier. So. Der Platz hier wird jetzt verbunden mit keiner. Das ist eine generelle Lage. Ja. Die fallen manchmal hin, ist das Blöde. So, den schiebe ich jetzt halt im Grunde da hinter. Ist zwar ein wenig komisch, aber wie ich das mache, aber so ist es irgendwie am einfachsten. Ja, das passt schon. So. Dann tun wir das da mal vergrößern. Dass wir da mehr Materialien reinbringen. Ich weiß, dass Regale natürlich schon nützlich sind, ne? Ich hoffe, das schaffen wir hier mit dem. Vor allem 1900. Das wird schon heftig. Wir haben hier wieder einen Arbeiter, der ausgebaut ist. Wir sind jetzt immer noch auf Platz 17. Oh je. Bitte einmal reparieren. Bitte einmal reparieren. Und bitte einmal reparieren, oh je.
Könnt ihr nicht zuerst reparieren, bitte? Das passt noch. Ja, bei manchen Maschinen ist es noch in Ordnung. Die Prio ist ganz klar da drauf. Jetzt haben wir nur noch 600, ne? Das ist schon hart. Von daher sind Produktionsstraßen definitiv gut. Und ich hoffe, wir schaffen das. Hier stehen noch 2 Tage. Wow. Ja, ich weiß, dass ich schon wieder im Minus bin. Gleich mal reparieren. Der hat halt alles zu machen, ne? Aber das ist doch, glaube ich, für... Ist das für die Tische? Oh ja, Tischbein. Ich brauche nochmal so eine Metallstation. Aber die kann ich mir nicht kaufen. Das ist ja jetzt ganz blöd. Ob ich das hier nochmal nach oben schieben kann? Ich muss das einmal probieren, dass ich Geld reinbekomme. Weil ich brauche unbedingt nochmal so eine Metallstation. Und die kostet immerhin 2060. Ei, ei. Vielleicht war ich da dann zu voreilig mit dem Tisch. Ich hoffe es nicht. Das wäre nämlich übel. So. Da habe ich keine Schalttafel dafür, ne? Basic Schalttafel. Die stelle ich jetzt halt einfach mal dem gegenüber. Zack. Zack, zack. Oh je. Die bauen natürlich auch erst einmal das Zeug fertig, ne? Das ist auch das nächste noch. Ich bin mal gespannt, wie schaut es da aus? Muss auch repariert werden. Ey, die Reparaturen, die sind echt extrem. Gut, was soll's, ne? Ich kann nicht anders. Ich muss das da favorisieren. Vor allem diese Tische, die nehmen so enorm viel Platz weg. 2600 schon. Oh Mann. Und Leute, ihr macht Pause. Der hat halt echt viele Beine zu machen, ne? Und da frage ich mich, ob ich das schaffen kann. Na gut, das sind... Das selbst wenn ich die jetzt verkaufe, dann habe ich noch lange nicht das Geld, um die Metallstation noch zu kaufen, ne? So, einmal liefern, dann bekomme ich gerade mal 3000. Aber wir haben auf jeden Fall wieder ein bisschen Puffer. So, da haben wir noch 22 Stunden. Mal gucken, was ich da noch fertig bekomme. Ich muss die Dinger auf jeden Fall heiß machen. Und auch das Ding. Ich muss es, zum einen muss ich es reparieren. Und zum anderen muss ich dann hier den Turbo einschalten. Das ist zu blöd, ne? Oh, werde ich es schaffen? Werde ich es schaffen? Okay,
Okay, noch ein Tisch. Jeder Tisch, den ich fertig habe, ist gut. Wahrscheinlich schaffe ich es nicht ganz, aber jeder Tisch, den ich jetzt fertig mache. Wie viel hast du noch? Der hat immer noch 14 Beine, ne? Alter. Nee, das schaffe ich bei weitem nicht. Laune minus 102. Großer Raum, riesiger Raum, minus 50. Oje. Wir werden es ändern. Wir werden es definitiv ändern. Noch eine Stunde. Komm, wenigstens noch einen jetzt. Weil der LKW kommt jetzt gleich. Zack, 11. 11 Stück sind's. Schaut euch das an. 10%, ne? Verdammt. Okay, von daher mache ich da mal abbrechen. Ja, und da müssen wir halt wieder reparieren. So, der ist jetzt sowieso durch. Zumindest 7000 bekommen. Das ist ja schon mal etwas. Ne? Der Markt ist leer. Ist in Ordnung. Aber ist im Grunde ist wurscht. Also ich lasse den jetzt halt definitiv fertig produzieren. Dann wird der halt irgendwo gelagert, gebunkert. Das Material an sich kann ich ja sonst nicht brauchen. Puh, und dann muss ich schauen, dass ich dieses Zeug da fertig bekomme. So, aber die mache ich wieder aus. Die sind auch aus. Gut, passt. Leute, Leute. Das war aber wirklich sauknapp, ne? Weil wir waren echt schon 3000 im Minus. Und das ist heftig. So, wir gucken mal. Wir können nochmal Regalbretter machen. Oh, die schauen aber gut aus vom Preis her. Los geht's. Jetzt kriegen wir nämlich dafür dann, naja, kriegen wir leider mal Geld, ne? Kein Marktangebot, verkaufe das Produkt als Schrott oder warte auf ein Angebot. Du könntest die Produkte vielleicht auf dem Markt verkaufen, sollte in Zukunft eine Anfrage kommen. Bist du sicher, dass du alle übrigen Produkte verschrotten willst? Nö. Also von daher machen wir das zu. Kann ich die irgendwie. Kann ich nicht. Ja, dann hoffen wir mal, dass da ein Tisch kommt. So, wir liefern. Jawohl. Produkt gleich wieder planen. Weil jetzt kommt es drauf an. Jetzt müssen wir echt viel, viel, viel Regale produzieren. Weil der Preis ist natürlich sehr gut, ne? So, aber ich schaue trotzdem mal. 608. Du, du, du. 627 für das Plastikzeug. Oh wow, da bräuchte ich aber noch mehr Plastikpressen, ne? Okay, warte mal, ich gehe mal raus. Zack, einmal. Dann können wir die natürlich auch gleich mal reparieren. Schauen wir mal. 2000. Ach, oh, verdammt. 2300 kostet das. Aber gut, wir können ja trotzdem den Plan mal machen, ne? Planen können wir es ja. Wir machen rot. Wir machen gelb. Wir machen blau. So. Da weiß ich. Kann ich da nicht alle auswählen? Irgendwie hier mit Steuerung oder sowas. Zack. Die sind jetzt, glaube ich. Muss vor Auftrag neu konfiguriert werden. Okay.
Dann das da, das da, das da. Hier drauf. Okay, das so. Ich muss es so aktivieren, mit Steuerung gedrückt halten, dann Rechtsklick, dann so und dann so. Ach so, das heißt neu konfiguriert werden. Deswegen, weil ich unterschiedliche Farben habe, dann kann ich natürlich auch sagen, ich mache bei allen rot. Ja, weil ich habe nur eine Maschine, ist das Problem, ne? Zack. Schauen wir doch mal. Wir könnten ja mal 5 Stück her. Das dauert 20 Stunden in etwa. 5 bitte. Machen wir mal los. Es ist halt schon so, dass ich die... Naja, gut. Ich würde sagen, wir machen da das nächste Mal weiter. Wir schauen mal, ob ich das gebacken bekomme, hier noch mehr Umsatz zu generieren. Und dass wir das dann auch hier dementsprechend ausbauen können noch. Das wäre auf jeden Fall wichtig. Richtig und wichtig. So. Das nochmal alles repariert. Gut. Dann würde ich sagen, vielen Dank für ein Like, vielen Dank für Kommentare und es würde mich echt wahnsinnig freuen, wenn ihr beim nächsten Part auch mit reinschaut. In dem Sinne, macht's gut, habt noch einen schönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende, was auch immer. Ciao, ciao. Da kommt schon meine Lieferung.